So, ein herzliches Willkommen auf dem Gelände der Albekäse Kaxenland. Worum geht es heute? Heute möchte ich ganz einfach mal die Gelegenheit nutzen und einen Mod vorstellen, den es offiziell zum Download gibt und wo ich mir sage, den musst du zeigen. Ne, der ist schon bekannt aus dem 13er, 15er, 17er. Ne? Und den gibt es so, wie ich ihn jetzt hier zeige, ist eine kleine Abänderung, auf die ich dann hinweise zum Download. Und ich finde es klasse und ich denke auch ganz einfach mal, dass einfach ein Muss im Oldtimer-Bereich bzw. in der Ostalgie, besonders was die ehemalige DDR anbelangt. So, schauen wir mal. Also als allererstes, wenn ich hier was sage, das ist alles Meckern auf höherem Niveau. Und was mir persönlich jetzt ein bisschen in die Augen sticht und nicht gefällt, das ist also alles, was hier Radmotoren sind sollen, Schrauben sind sollen, etc., dass mir das zu sehr im Chrom ist. Ne? Das gefällt mir nicht, aber das liegt in der Betrachtungsweise des Betrachters und das bestimmt derjenige, der den Mod gemacht hat. Ne? Dann sieht man auch unweigerlich, dass es etwas älter ist, alles ein bisschen kantig, alles ein bisschen eckig und etc. Aber ansonsten, dann, was mir immer wieder, ich kann es nicht fassen, wenn die konterkalen Pfoten, sorry, aber die sitzen immer drinnen, als hätten die Moniereisen im Popo und können keine Sekunde mehr mit dem Kopf wackeln. Und die Pfoten sind auch schwarz. Gut, okay. Ist ja nur, dass wir drüber gesprochen haben. So, fangen wir als allererstes mit dem Licht. So, das ist die Standlichtfunktion. Das erste Mal F drücken. Ne? So. Was mir jetzt hier sofort ins Auge fällt und mir gefällt, dass also praktisch diese, was das Rücklicht bedeuten soll, dass das viel zu grell ist. Das müsste man ein bisschen noch ins Rücklicht reinmachen. Kann man mit Visibility einstellen, überhaupt kein Problem. Also daran stoßen wir uns nicht fest. Ne? Räder, Speichenräder, wie es original gewesen sind, klasse gemacht, ansonsten. So. Dann haben wir hier eine ein Modell, ohne Kotflügel, ohne alles. Ne? Da fällt natürlich vorne das Standlicht, ne? Und hinten haben wir gar kein Licht. Ne? Das ist aber jetzt überhaupt nicht das Problem. So, hier möchte ich aber mal zeigen, zwei Sachen, die man einstellen könnte, das sind die Füße. Warum die Füße, zeige ich euch gleich. Hier auf der Seite stimme ich halbwegs, aber hier. So, warum? Weil das ganze Ding ist animiert, ne? Und das ist nicht schlecht gemacht, ne? So, schauen wir mal. So, zack, seht ihr das? Hackenschaltung. Wie war das auch? 50 Euro, aber. Bam! So. 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 Und hier haben wir auch wieder die markantischen Griffe. So. Gut, so viel zu dem Lüfter animiert, der Sound kann sich sehen lassen. So, jetzt haben wir hier das Teil, die Batterie ist ein bisschen schwach. So, jetzt habe ich das mal, schauen wir mal, hier sieht man, die Hydraulikeinschlüsse sitzen, die Zapfwelle sitzt. Ich gehe jetzt nicht im Arbeitsmodus, ich möchte euch nur mal zeigen. Jetzt hört man ganz, ganz genau drauf, wenn das Ding berg hoch und berg runter jodelt. Und vor allen Dingen, ich versuche mal meine Klappe zu halten, hier hört man das Getriebe jaulen. Das finde ich so genial, Entschuldigung. So, also guck mal. So, habt ihr das gehört? Das ist klasse gemacht. Klasse gemacht. So. Und jetzt möchte ich gleich nochmal auf was
aufmerksam machen. Ich werde jetzt mal Kulturhobel spielen und ganz einfach mal hier den Sockel fahren. Da fährst du mal drüber. Da müssen wir einen Schwung machen. Die Leute mehr. So, und jetzt gucken wir mal. Jetzt schauen wir mal. Ist das nicht klasse gemacht? Die Achse bleibt stehen. So wie es sein soll. Und jetzt fahren wir mal runter. So, jetzt guckt euch das an. Ist das nicht klasse gemacht? Wunderbar. Was können wir hier noch weitermachen? Beifall. So, gehen wir mal ins nächste rein. Hier ist diese Version mit Sonntag, Sonnensegel, Sonnenschein, viele Mücken, wir sind bei der Armee und haben nichts zu tun. Nein, das ist auf Wunsch von einzelnen Bürger, von Helmut nachgesetzt worden, hatten wir allerdings bereits schon im 17er auch schon dort. Ne? Also an der Stelle danke. Ne? Und ja, also so mit diesem Dach gibt es nichts zum Download. Ne? So, aber was haben wir jetzt hier? Die Hydraulikanschlüsse sitzen, die Kupplung sitzt, aber was geht eben halt nicht? Ne? Die Luftanschlüsse, die hat man leider Gottes vergessen dran zu setzen. Kleinigkeiten, ne? Das merkt er dann spätestens, wenn er Berg runterfährt und der HW 80 kommt an ihn vorbei. So, kann man aber nachmachen, ne? Kein Problem. Natürlich wird der andere Querer vorbeikommen. Das bitte denke ich, und Haufen Juchtel. Egal. Ne? Kleinigkeiten. Gucken wir drüber weg. So, hängen wir mal ab. Zack. Sitz. Ne? Klasse. Ne? So. Jetzt gucken wir nochmal nach. Hier sehen wir das wieder bitte. Ja, es ist alt. Es ist alt. Ne? Was soll's? So, jetzt schauen wir noch mal nach. Jetzt kaufen wir, gucken wir mal so, als erkennt man dann kaufen. So, nicht schlecht zu erkennen. Das Modell ist jetzt von G&K Modding Team. Ne? Und ja, jetzt haben wir in der Version, wir haben zwei Motorausführungen. Ne? Wie gesagt, das mit den Schrauben, das ist in meinen Augen ein No-Go. Ne? Ich könnte da jetzt auf andere Sachen noch anmessen. Aber das ist egal. Also das ist eine Geschmacksfrage und ist egal. So, wir haben den jetzt hier, wie wir gesehen haben, ohne Kotflügel. Wir haben den hier mit Kotflügel. Da sind die Lampen mit dran drauf. Dann haben wir den hier mit Sonntag. So. Und hier haben wir nochmal mit kompletter Kabine. So. Die kaufen wir jetzt nicht nochmal. Jetzt gehen wir nochmal zurück. So, und das wollte ich eigentlich nochmal zeigen, ganz kurz. Weiß nicht, ob ich das vorhin schon gemacht habe. Also einmal lass grüßen. So, wie gesagt, Schaltung und so ist alles animiert. Drehzahlmesser ist animiert. Die Schaltung selber, arbeitet wunderbar. Ist klasse gemacht. Ne? Wie gesagt, es gibt schon mehrere Modellen von diesen, aber mir ist eben dieser aufgefallen. Ne? Hier müssen wir das noch ändern, von daher von der Halterung. Ne? Und Helmut, das machen wir da noch. Ne? Und an der Stelle grüße ich dich ganz herzlich. Das ist also eins meiner besten Freunde in der LS-Szene, wenn nicht sogar der Beste. Ne? Auch nicht mehr ganz so jung. Und da ziehe ich immer in den Hut, wie er mit über 70 Jahren hier noch rumdampert und rumhandelt. Wie gesagt, mein Respekt, meine Ehrfurcht, ich ziehe Hut dafür. So, gut, okay. Was wollen wir jetzt noch großartig? Wir haben jetzt alles durchgekaut, was es ist. Ich danke nochmal, dass es den Mod zum Download gibt. Ich sage hier einfach mal ein absolutes Muss. Ich werde hier kein Download-Link verlinken, aus dem einfachen Grunde, weil er eben auf einer Seite ist, die ich ohne Unterstützung werde. Ein Original-Download-Link habe ich nicht.
Und in dem Sinne wünsche ich, oder wie pflege ich immer zu sagen, bis dann auf der Tenne, wünsche ich euch alles Modelle. In dem Sinne, Tschüssikowski.